Beweist wirklich Mut. Ja, das Hühnchen beweist Löwenmut. Na, wie holen wir ihn uns? Wir werden ihn holen. Piraten wie wir sind Experten für sowas. Ja, wir Piraten retten den Ball. Wir brauchen ein Stück Holz. Hast du ein Stück Holz? Ich suche eins. Sehr gut. Und hopp. Attacke. Gut gemacht, Papi. Wunderbar. Ja. Ja, sehr gut sogar. Das ist genau das Holz, was wir brauchen. Das ist ein richtiges Piratenfluss. Ja, wir zeigen euch nun, wie zwei Piraten einen Ball retten. Schieb los. Schieb los. Nein. Ich habe schon gebadet. Mach dich rein da. Vielen Dank, Bambi. Du hast uns in letzter Minute gerettet. Ja, in letzter. In allerletzter. Auf die Plätze. Hoppa, hoppa. Hip, hip. Sprung, Marsch. Adieu! Zeig den Landratten, was du für ein Seefahrer bist! Ja, adieu! Ich zeig's ihnen!
Ich bin stolz auf uns. Ja! Bällchen hat das Bällchen wieder. Oh, was hat keine Balken? Wer stört hier meinen Frieden? Was hat dieser Lärm zu bedeuten? Verschwindet von hier und zwar sofort. Wer bist du? Warum bist du so wütend auf uns? Quark? Bist du etwa der berühmte Simba? Kennst du ihn? Das ist Frosch Quarkuso, der berühmte Tenor. Ach so. Ah, deine Freundin weiß, wer ich bin. Früher war ich bekannt in der ganzen Welt. Und noch heute ist mein Gesang mein Leben. Sein Gesang ist sein Leben, meins ist das Essen. Aristokraten wie ihr lümmelt sonst auf großen Schiffen herum. Ja. Ach, was versteht ihr schon von Kunst, ihr Piraten? Ihr kennt uns. Woher? Keine Ahnung. Wenn Sie wollen, können Sie ein wenig trällern. Das hebt vielleicht unser Kunstverständnis. Bitte mit dem größten Vergnügen. Was soll das? Klingt das komisch? Ja, sehr. Ich fühle mich wie bei einer Kreuzfahrt. Sei still! Stör mich nicht beim Kunstgenuss. Das also ist Opa, du musst dich nur einhören. Er singt sich ein, ehe er wirklich zu singen anfängt. Das machen alle großen Sänger. Ja, das stimmt. Ja, wir kennen das. Wir hatten oft große Sänger an Bord unserer großen Schiffe. Das haben alle so gemacht. Wer ist denn das? Oh, pssst. Ich bitte um Verzeihung, aber ich werde unseren Tenor begleiten. Begleiten? Keine Ahnung. Ich bringe euch jetzt eine Arie zu Gehör. Eine Arie aus La Traviata. Aufschlürfet, aufschlürfet, die lustigen Ziegen, den Gänse in die Schönheit kredenzet. Hör auf, Grille, ich sing wohl besser a cappella. Aufschlürfet den durstigen Zügen, den Kelch, den die Schönheit kredenzet. Die flüchtigen Stunden entfliegen, drum fröhlich die Stirne bekränzet. Das himmlische Was ist das? Der lieber glühenden Brust, denn Liebe ist höheres Leben. Aufschlürfet. Die Leuchtkäfer oben am Himmel, die sorgen für perfekte Beleuchtung. Sturmlaternen leuchten hübscher als diese blöden Käfer. Die flüchtigen Stunden entfliegen, drum fröhlich die Stirne bekränzt. Oh nein, das tut ja weh, das ist ja schrecklich. Beben der lieber glühenden. Oh, wie furchtbar, er krächzt nicht mal halb so gut wie eine Krähe. Sowas nennt sich Tenor. Er ist mal einer gewesen. Selige Lust. Bravo, bravo. Er hat noch immer seine beneidenswert perlende Höhe. Aha, ich verstehe. Ihr wisst meine Kunst nicht zu würdigen. Begleitet mich in unser Reich und erlebt dort den Zauber des Lichtes. Oh ja, ja, wir erleben gern etwas. Ah. Darf ich meinen Ball mitnehmen in euer Reich? Das darfst du. Wir würden sogar gern mit dir Ball spielen. Ja, mit dir schon, aber nie wieder mit denen da. Was sagst du da? Hast du ihn wiederbekommen oder nicht? Ich hab ihn, ja. Kommt jetzt, folgt uns. Wir werden für euch den Weg erleuchten. Nichts zu fürchten, wir führen euch. Oh, wunderbar. Mitten in tiefster Nacht ist es so hell wie am Tage. Schneller, meine Freunde, wir müssen uns beeilen. Seid willkommen bei uns, liebe Freunde. Geht bitte da entlang. Oh ja, ja, auf dein Wohl. Ich bitte euch, Freunde, bitte tretet ein in unseren Palast.
wie schön. So eine Chance haben wir schon lange gewartet. Ich habe eine Nachricht für euch. Ihre Majestät ist jetzt bereit, euch zu empfangen. Sie bittet euch, näher zu kommen. Wichtig für uns, das Leben von Tieren, die in unserer Umgebung leben, ein wenig genauer kennenzulernen, auch wenn sie uns gar nicht ähnlich sind. Seht ihr das hier? Das ist kein Gold, wie ihr vielleicht glaubt, sondern der Stoff, die Materie, aus der wir unsere Kraft schöpfen. Sie ist die Quelle unserer Energie. Ihr verdanken wir unser Leben. Hast du gehört? Sie hat gesagt, das Gold ist gar keins. Wir bekommen nie eine Chance. In unserer Gemeinschaft erfüllt jeder seine Pflicht und dann erst amüsiert er sich. Im Dschungel arbeiten alle immer zu, nur wir Kleinen nicht. Ich war bei den Menschen. Die verstehen auch nicht, sich zu amüsieren. Wir wissen Arbeit und Amüsement sehr wohl zu trennen. Zuerst kommt die Pflicht und dann das Vergnügen. Majestät, darf ich die Quelle genauer in Augenschein nehmen? Aber ja, nehmt die Quelle unserer Kraft nur genauer in Augenschein. Und dürfen wir das? Das ist ja toll. Die Mineralien verströmen sagenhafte Kräfte. Ja, ja, das stimmt. Du leuchtest sehr viel intensiver als die anderen. Wieso? Nun, ich bin soeben mit meiner Arbeit fertig geworden. Wenn ich hier arbeiten würde, würde ich dann auch leuchten? Die Frage stellst du besser unserer Königin. Wir finden das Leben in eurer Gemeinschaft hier fantastisch. Oh ja, eure Art zu leben gefällt uns sehr. Wir möchten auch so leben. Wir leben dank des großen Bären so. Ah, ist das schön. Der große Bär leitet uns. Er gibt uns die Kraft und die Gelassenheit, dank derer wir in Harmonie und Frieden in unserem Reich hier leben. Majestät, können wir aus dem Dschungel auch etwas von dieser Kraft abbekommen? Ist das wirklich dein Wunsch? Oh ja, mein größter. Das hatte ich mir gedacht. Ich bin überaus glücklich darüber, dass du die Willenskraft und die Weisheit deines Vaters geerbt hast. Das weiß ich nicht. Ich bin noch zu jung, um das beurteilen zu können, Majestät. Der große Bär kennt all deine Taten. Welche Taten habe ich denn schon vollbracht? Der große Bär oben am Himmel hat dich ständig im Auge. Großer Bär, zeige uns Simbas Taten. Simba, du hast angesichts von Gefahren Mut und Intelligenz bewiesen. Ich habe euch nichts getan! Aber ich habe nichts getan! Versuchen wir, sie an der Nase herumzuführen. Hör weg, wir melden ihre Majestät! Erstaunt euch so. Wusstet ihr nicht, dass der große Bär alles auf Erden wahrnimmt? Ich sehe Vorsicht. Wir müssen vorsichtig sein. Nein, schämen sollten wir uns. Du, Simba, bist vom großen Bären auserwählt worden. Du wirst der König des Dschungels werden. Was? Ich soll König des Dschungels werden? So ist es.
Großer Bär, bitte erleuchte mit deiner Weisheit unseren Freund Simba, damit er eines Tages Herrscher über alle Tiere des Dschungels sein kann, ihr großmütiger König. Bist du gewillt, großer Bär, Simba von deiner Kraft zu schenken? Wir unterwerfen uns wie stets deinem Willen, König des Lichts. Für dein Vertrauen, großer Bär. Ich hoffe, dass ich es in der Zukunft mit meinen Taten rechtfertigen werde. Sehr gut. Bravo, du bist nun Träger der Sterne des großen Bären. Der Glückliche. Leider haben wir keinen Schatz gefunden, keinen. Wir sind Piraten. Wir werden einen Schatz finden, wie alle Piraten. Beglückwünschen wir jetzt Simba. Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft, Simba. Wir bitten um absolute Ruhe. Die Königin möchte eine Erklärung abgeben. Ich befehle all meinen Untertanen, heute Nacht jegliche Arbeit ruhen zu lassen. Was ist denn geschehen? Weshalb sollen wir die Arbeit ruhen lassen? Simba wurde vom großen Bären auserwählt, König aller Tiere des Dschungels zu werden, der von Natur aus sein Königreich ist. Damit Simbas Herrschaft glücklich verläuft, hat der große Bär ihn mit einem Geschenk bedacht. Es werden seine Sterne sein, die Simba auf seinem Weg leiten. Wie schön ist das? Was ist das? Ja, ihr ist wirklich ein Glückspilz. Ja, und hier ist ein kleiner Pechmäuse. Ruhe, bitte. Oh. Ich habe auch ein Geschenk für Simba. Ich werde ihm Macht über das Licht verleihen. Du darfst diese Macht nur bei Gefahr gebrauchen und nur um Schwachen zu helfen. Hebe deine linke Pfote, mein Freund. Ich verleihe dir mit dieser Berührung Macht über das Licht. Simba, ich habe dir Macht über das Licht verliehen. Nutze sie nur, wenn es unumgänglich ist. Ich verspreche, dass ich diese Macht nur für Gerechtigkeit unter uns Tieren nutzen werde. Das eben wollte ich aus deinem Munde hören. Du hast soeben ein wunderbares Geschenk bekommen, mein Freund. Ich gratuliere. Feiern wir nun das Ereignis des Tages gebührend. Ich möchte euch bitten, schnell die Grille zu holen. Mein Freund, verschönst du uns unser Fest mit deiner Musik? Ich stehe euch zu Diensten, Majestät. Spiel auf für unsere Freunde, bevor wir sie heimgeleiten. Thank you.
Meine Freunde, wir geleiten euch jetzt zurück in den Dschungel. Folgt uns, wir werden euch euren Weg erhellen. Das weiß ich auch nicht. Fragen wir Kräutlein. Was? Was ist? Diese Leuchtkäfer sind Hellseher. Wer wäre wohl auf die Idee gekommen, dass Simba dazu bestimmt ist, König des Dschungels zu werden? Ich jedenfalls nicht. Mama, Mama, wir sind schon da. Hast du Angst, Mama, ich will früher da sein. Mama, wie ist alle doch über mich weg? Mama, Wolf! Wie sie dich schmücken, diese 7 Sterne. Vergiss deinen Vater niemals. Nein. Er wäre heute Abend sehr stolz auf dich. Oh ja, stimmt. Jawohl. Das ist ein Geschenk des Himmels, sein wertvollstes. Ja, in der Tat. Es ist aber auch eine große Ehre. Ja, aber darf ich trotzdem weiter mit meinen Freunden spielen? Er will mit uns spielen. Darf ich das? Ja, wenn du die anderen achtest wie dich selbst. Mach ich. Aber jetzt geht's schlafen. Ja, schlafen wir. Du bist jetzt ein Auserwählter. Wo wirst du ruhen? Ich bin immer noch Simba. Ich hab mich nicht verändert. Hey! Das ist mein Ball! Du denkst nur an dich. Ja, das stimmt. Du bist gemein. Ja, wirklich gemein. Du wirst alles für dich ganz allein haben. Nicht alles. Stimmt, ja. Oh, es respektiert keiner, dass der Ball mir gehört. Nimm dich und dein Eigentum nicht zu wichtig, Bällchen. Wer im Dschungel überleben will, braucht viele Fähigkeiten. Er muss viel lernen. Er muss auch lernen zu teilen. Gut, es ist schon spät. Geht schlafen. Wir sprechen morgen noch einmal darüber. Die Sterne auf deiner Brust sehen aus wie die oben am Himmel, genauso. Mama Wolf sagt, sie wären ein Geschenk des Himmels. Ich möchte auch ein Geschenk des Himmels haben. Ach, ich finde es hier gar nicht so himmlisch. Ich habe nämlich einen höllischen Hunger. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich danke euch von Herzen für alles. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht, Freunde. Träumt etwas Schönes. Es ist eine Ehre für Simba, dass der große Bär ihn auserwählt hat. Aber das heißt auch, dass Simba nun eine große Verantwortung trägt. Schon bald wird sich erweisen, ob der große Bär Simba zu Recht auserwählt hat.